Und willkommen zurück zu Let's Play Xeo Drifters. Ja, wir sind hier in unserem Raumschiff und wir gehen jetzt mal zurück zu dem einen Planeten, zu der Planeta hier oben, da wir jetzt das äußerst praktische Plane Shifting haben. Plane Shifting, bitte stirb! Und zwar shiften wir jetzt. Plus ein Health. Yes! Blub! Unabhängig davon gibt es hier bestimmt noch mehr zu erkunden, von daher checke ich nochmal alles. Ich weiß nicht, ob das dann im Endeffekt alles notwendig ist, damit ich dann irgendwie so einen 100% Run mache. Mein Gott, jeder Schuss verfehlt. Ich bin ja nicht gerade Dead Aim. Blub. Yes! Kill it with fire. Zack. Dann kann man natürlich nicht hoch genug springen. Ah. Stirb! Mich würde mal interessieren, ob der Bossfight hier respawnt, aber wollen wir das mal nicht hoffen, weil nochmal den Boss bekämpfen wäre jetzt ziemlich unpraktisch. Boom. Zack. Alle weg. Ah. Zu hoch gesprungen. Das ist jedes Mal, wenn du aimst, um einen zu killen. So. Tod dir. Oh. Checkpoint. Ist hier hinten irgendwas? Das wird mir übrigens auch die Bossfights erleichtern, wenn er nämlich in Zukunft nach da hinten jumpt, dann gebe ich dem nämlich einfach einen auf die Glocke. So. Alles natürlich zur Control, damit wir auch wirklich alles haben. Und wenn nicht, wie gesagt, werde ich gleich in zurück auf den zweiten Planeten gehen. Und es sieht gerade auch ganz danach aus, dass dem so sein wird. Obwohl, Moment, was haben wir denn hier Nettes? Plane Shifting! Ich finde, es ist eine richtig coole Sache hier mit diesem, dass man dann so im Hintergrund ist und dass man da hinten... Ah, da ist noch ein Herz. Dass man da wirklich dann so drauf achten kann. Ach nee, Gun! Equip on Subscreen. Ah, ein Gunpoint haben wir. Da gibt es dann Doppelschuss, starker Schuss, Shotgun-Schuss. Wir nehmen mal den. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie man den Subscreen aufruft. Aber es ist was Nützliches, also dementsprechend brauchen wir es ja eh. So. Nervigen kleinen Viecher. Zack. Zack. Weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein neuer Bereich ist, aber es... Hey, Moment, was ist das denn hier? Aha. Secret Stash. Ist das jetzt nur für einen Erfolg gewesen oder habe ich jetzt auch was bekommen dadurch? Geht's denn hier hin? Zack, zack. Moment. Also es ist auch definitiv, das merkt man schon, ein Game, was einem auch Secrets vorenthält, sagen wir jetzt mal. Ach du Scheiße. Okay, Lava ist schon mal nicht gut. Subscreen. Ach, hier öffnet man den Subscreen. Jetzt nicht sicher, was da jetzt die Differenz ist. Ich meine, ich habe doch hier... Ah, Moment. Ach so. Es ist überhaupt gar kein
Dann erhöhe ich mal hier den Rums. Weil das ist nämlich einfach nur, das habe ich jetzt gerade gemerkt. Ja, das ist nämlich der starke Schuss. Experimentieren wir mal kurz ein bisschen. Und das ist nämlich für Schnellfeuer. Ah, und je mehr Stufen man hat, desto stärker. Okay, dann nehmen wir mal jetzt hier den Heavy-Schuss. Ah, hopp. Ich glaube nicht, dass man über die Lava drüber kann. Von daher... Ich habe keine Ahnung, wo ich hier überhaupt gelandet bin. Ich bin einfach nur... hier rein. Ah! Damit habe ich jetzt überhaupt den starken Schuss ausgewählt. Wow, das ist aber ein dicker Boomer. Ich wusste es. Niemals vertrauen, niemals. So. Stirb. Ah. Ah. Ja. Stirb. Yes. Okay. Kleiner. Ja toll, der ist natürlich da oben echt unpraktisch gerade. Ich würde sagen, move wir mal schnell weiter. Plopp. Plane shifting. So. Jump. Super, riesiger Lavasee. Vermutlich fehlt mir dann dafür auch noch eine Fähigkeit. Zack, zack. Ach mein Gott, ja klar, dreht der vorher um. Was ist das denn? Nicht fair, Ladies and Gentlemen. Nicht fair. Zack, zack. Ja, ich gehe nochmal kurz in den Screen. Da, 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 da. Ja, und dann ist dann dieser Wave Shot, tatsächlich. Man kann also seine Waffen echt aufmotzen. So. Oh. Gib mir deine Gesundheit. Deine Essenz ist Gesundheit. Na, Moment. Hopp. Ach, da kann man auch nicht lang. Super. So. Plane Shifting. Ah. Boss Fight? Ein weiterer Boss! Ah, shit. Oh, 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 der rastet voll aus! Okay, hier bringt mir der starke Schuss, bringt bei dem, glaube ich, gerade nicht viel. Dann nehme ich mal lieber den Doppelschuss. Zack. Shit. Wow, der legt aber ein ganz gutes Tempo vor hier. Scheiße. Da hätte ich drauf achten müssen. Stirb! What the fuck? Was machst du? Ah. Nein! Life System fail. Retry. Moment, jetzt habe ich wieder den starken Schuss. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen mehr auf das Menü achten sollen, weil hier ist ja auch richtig aufgelistet, die Karten und sowas alles. Und scheinbar habe ich 2 von 3 Fähigkeiten. Ja, friss! Sturmgewehr! Leider nicht schnell genug gewesen. Ah! Zack, 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 zack. Also das Schnellfeuer-Ding ist schon echt praktisch, muss ich zugeben. Alter. Ich bin mir nicht sicher, wie ich den jetzt angreifen soll. Verdammt. Komm aus deinem Schild raus. Doch mal guter jetzt.
Jetzt kannst du erstmal Energiekugeln fressen. Zack, 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 mein Freund, die Hälfte ist down. So. Noch mehr Kugeln, die du fressen kannst. Get wrecked, mein Freund. Schnell rüber. Komm schon. Zack, 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 zack. Yes! Suck on these! Yeah! Was hab ich jetzt? Run! The Run Power. Wow, wow, wow. Mit dem Ding hab ich aber Highspeed drauf. Wow, ah! Ah, damit komme ich über den Kram. Hoppala. Oh. Das ist cool. Das ist echt cool. Au. Man rennt außer, man rennt natürlich vollkommen blind links in irgendwas rein. Choke on these. Ah Mann, ich sterb gleich, wenn ich die ganze Zeit renne. Ich sollte aufhören zu rennen. Yes. Okay, perfekt. Wir müssen uns nur irgendwie zurück zum Raumschiff schaffen. Obwohl, momentan war doch noch was. Plus Eingang. Equip auf Subscreen. Jetzt schießt er schon schneller. Aber wir machen das jetzt mal anders. Wir switchen mal gerade kurz auf hier. Da habe ich ja zwei Punkte übrig. Und dann mache ich hier die Heavy Gun. Das sollte nämlich äußerst effektiv sein. Jawohl. So kann man sich drei Waffen fertig machen. Das ist echt nice. Da hätte ich mal voll drauf achten sollen. Und hier machen wir mal Spray Shot. Testen wir den Spray Shot. Na gut, der ist jetzt natürlich noch nicht so pralle. Wahrscheinlich erst in den späteren Stufen. Da kommt zumindest noch ein Sicherheit, will ich. Boom. So. Ah, das wird ein richtig guter Mega-Shot. Zack. Zwei bei den stärkeren Wandjumpern hier, oder wie auch immer die ich nennen soll. Zack, zack. Komm. Nur noch. Genau. Hier funktioniert der Rennbutton natürlich nicht. So. Ah, da dürfte herrlich einiges jetzt an Pluszeug gegeben haben. Hauen wir mal ab hier. Und safen. Gut, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge von Xeo Drifter. Bis dann.